Hallo Tennisfreunde, ich bin's euer Patrick und ich möchte mich heute mal bei euch melden, weil es ja in den nächsten Tagen wieder so langsam rausgeht auf die Tenniscourts. In einigen Bundesländern ist das schon der Fall, natürlich noch mit Auflagen verbunden. Aber ich denke, es ist für uns klasse, wenn wir endlich wieder unserer Leidenschaft nachgehen können und einfach mal wieder ein paar Bälle spielen können. Jetzt geht's ja auf Sand, ins Freie und von daher ist auch mal ganz interessant, dass man das Equipment mal noch mal kurz anspricht. Ihr seht hinter mir die Wilson Magic Wall und dort in der Ecke sollte, wie ihr richtig seht, normalerweise auch der Clash hängen. Tut er nicht. Der Clash ist in meiner Tasche. Es ist nämlich der Wilson Clash 98. Ich fahre voll ab auf diesen Schläger, habe alle neu bespannen lassen. Mein Schuhwerk stimmt, auf Sand wird er wieder gerutscht. Ich habe also geschaut, dass jetzt alles erstmal optimal ist für meinen Start auf Sand. Ich bin schon ganz heiß auf Tennis und ich zeige euch jetzt noch mal ein paar Übungen, die ich in den letzten Wochen immer wieder mal so gemacht habe. Eine ist dabei, die gehört für mich quasi zu jedem Tennisspieler, sozusagen ins Handgepäck. Schau mal raus zu mir auf die Terrasse. Und ihr seht schon, ich bin hier auf dem Trampolin. Und das ist das, was ich jeden Morgen mache, sofort, wenn ich aufstehe, als allererstes. Da bin ich noch gar nicht mehr richtig wach, aber ich stelle mich hier auf das Trampolin und schwinge eigentlich nur. Was mir damit bezweckt? Erstmal werde ich richtig wach. Zweitens mal wird das Lymphsystem angeregt. Insofern werden die Giftstoffe auch leichter raustransportiert. Und zum Dritten ist natürlich wichtig, dass auch die tiefe Muskulatur trainiert wird. Das erreicht man mit dem Trampolinspringen. Man kann dazu, wenn man Lust hat, später auch noch ein bisschen dynamischer werden, ein bisschen springen, ganz klar. Und wenn man da noch eins drauflegen will, zum Beispiel auch ab und zu den hier machen, dann kommt auch ein bisschen Oberschenkelmuskulatur, Gluteus mit dazu. Ihr kennt das, am Netz muss man immer bereit sein und braucht natürlich hier auch die Muskulatur, gerade im Chorbereich, wie auch im Gesäß und Oberschenkeln. Also, das ist meine erste Übung und die zweite zeige ich euch gleich. So, was ich auch jeden Tag mache oder fast jeden Tag ist Seilspringen. Der Klassiker eigentlich für Tennisspieler. Immer schön locker, nichts Besonderes. Aber da kann man natürlich auch ein bisschen Ausdauer trainieren und die Leichtfüßigkeit wird unterstützt. Also Seilspringen ist bei mir auch ein wichtiges Thema. Und ja, das geht dann meistens so mal 10 Minuten, Viertelstunde, manchmal auch 20 Minuten. Ohne hängen zu bleiben natürlich. Optimal natürlich auch als Warm-up, wenn ihr auf den Platz geht. Seilspringen ist bei mir immer dabei. So, was auch immer geht, sind natürlich Volleys. Bei uns hier an der Hauswand gar nicht so einfach, weil die sehr uneben ist. Muss man schon ein bisschen reagieren. Unser Haus ist nämlich aus dem 15. Jahrhundert. Da muss man ein bisschen aufpassen. Immer schön vorne bleiben natürlich, den Ball anschauen. Das kennt ihr. Und bevor der Putz gleich abbröckelt, wird Zeit, dass die Plätze aufmachen. Viel Spaß am Court. Advantage You.